Und da sind wir wieder zurück in Arkham Asylum. Und unsere Aufgabe ist natürlich immer noch, den Joker davon abzuhalten, weiter die blöde Anstalt zu übernehmen. Und wir kamen gerade aus dem Trakt da hinten und haben da noch ein paar Rätsel gelöst und so. Und jetzt gehen wir erstmal hier diesen Weg entlang und... Warte mal, können wir eigentlich mit dem kryptografischen Sequenzer... Ja, schön. Ich hatte nämlich gerade eben mal nachgeschaut. Uns fehlen nur noch 4 oder 5 Charakterbiografien, dann hätten wir die alle. Uns fehlen auch nur noch 10 Rätsel, dann haben wir 3/4. Was, Hake? Da war doch irgendein Rätsel, Hake? Warte mal, bla bla bla. Hake dich bei den Verwaltungen ein. Hake dich bei den Verwandten ein, bevor du von hier weggebracht bist. Ja, ja, okay. Alles klar. Das ist ein Foto, sonst stehen ja keine Fotos rum. Und welches Foto ist das? Von diesem Aaron Cash. Und der hat einen Haken da als Hand. Läuft. Schon klar. Sonst noch irgendwas? Nein? Okay. Warte mal, können wir eigentlich... Nee, hiervon haben wir noch nicht die Karte. Wir müssen also erstmal geradeaus. Hat jemand das Spiel letzte Nacht gesehen? Ey, was? Hallo? Ist mir das Spiel... Ist mir das Spiel... Hä? Okay. Madhouse. Batman may be escaping patient. Ja, genau. Verkehrte Welt oder was? Hey Süßer, du verpasst noch die Party. Ach so, Jetzt bin ich natürlich der Joker, ist klar. Gut, kann ich auch immer noch hier oben langlaufen? Kann ich. Okay, warum bin ich der Joker? Ich meine, ich konnte das eine Mal auch schon... Hä? Wir müssen dir zuhören! Das ist ein Irrtum! Ich hab's nicht getan! Okay. Voice of Arkham, Quincy Sharp. Er sieht gar nicht so groß und furchteinflößend aus, oder, Mr. J? Was hat denn das hier mit den... Bitte, du kannst uns gehen lassen. Wir werden nicht versuchen zu fliehen. Hä? Halt's Maul, du dummer alter Mann. Okay. Batman, Batman, kannst du mich hören? Die bringen uns nach draußen und werden uns alle um... Schneidet mich los! Du musst uns helfen! Es scheint so ein bisschen... Bitte! Du hattest recht, Mr. J. Ich meine nicht, dass ich dich nicht gerne habe, hinter diesen kleinen wackelnden Hintern herzulaufen, ne? Aber es ist so... Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Oh. Hauptsache, es geht schnell. Das sieht sehr gut aus. Was? Nein, was ist das? Er sollte uns leid tun. Lass mich in Ruhe. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Woher weißt du das? Und vor allem... Warum bin ich hier? Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Muss dich gar nicht interessieren. Lass mich in Ruhe. Da ist nur noch eine kranke Höhle. Danke. Ich... Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super. Los, Mr. J. Wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Alter. Lass was? Die Party beginnen. Nein. Mit einem Knall. Was? Ja, was? Was? Neige die Maus um den Schüssen des Jokers. Hab ich doch gemacht, oder nicht? Hab ich das nicht gemacht? Lol. Ich bin sowieso gestorben. Ja, wunderschön.
Okay. Ja, willkommen wieder in Vollidioten City. Wunderschön, ich freue mich. Ich bin hier wieder in so eine Art Albtraum gefangen. Da, das sind alles psychotische Arten und Weisen von mir selber. Ich freue mich. Das ist noch ein Psycho-Batman, der eine Maus frisst. Was war das? Nix. Ich bin gar nicht hier. Also mir scheint es aber gar nicht gut zu gehen, also dem Kollegen Batman. Okay, darüber kommen und dann hinter dem Ding verstecken. Jetzt schnell hier hoch. Super. Was versuchst du anzustellen? Gar nichts. Gar nichts. Ich bin lieb. Lass mich in Ruhe. Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich, von uns, dass er für uns wäre. Als er seine Vision, ja, kommt bitte hier hin. Oh, Junge. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Aha. Wir haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei bestätigt. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Also, was soll's? Also, was soll's? Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde, und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Aha. So, das ist ein sehr, sehr weiterer Run, den wir anstellen müssen, um da hinten hinzukommen. So. Ich bin froh, dass der Typ so blind ist. Hab jetzt gerade nur ein bisschen Schiss um uns, weil, wow. Lucky me. Spiel dir dein Verstandsstreiche oder bin ich das? Ja, ich glaube beides. Knappes Ding. Warum hat er sich da nicht hochgezogen? Zieh dich da hoch! Kannst du glauben, was du siehst? Ich probiere es zumindest. Und diese Verwandlung gefallen mir nicht. Ich möchte nicht die Vogelscheuche sein. Okay. Ups. Schnell dahinter. Ich habe ein bisschen wenig Leben jetzt gerade. Wir haben ein paar zu viel kassiert gerade eben. Ups. Hast du Angst, rauszukommen und dich dann zu stellen, Batman? Ich habe nur Angst, von dir erwischt zu werden. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Ach so. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Oh, krass. Wollen sie? Viel zu viel, Mann! Viel zu viel! Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Boah, nicht so. Ich könnte mir Besseres vorstellen. So, ja,
Ah, okay. So geht auch. Oh, krass, wenn ich jetzt nur einmal getroffen werde, bin ich so im... Nur deine Entschlossenheit. Bin ich sofort kaputt, ne? Wunderschön, ich freue mich. Lass mich hier in Ruhe, blödes Monster. Und jetzt? Ich musste noch einmal verdammt nochmal getroffen werden und schon bin ich im Sack. Was meinst du? Wie viel kannst du noch tragen? Mach ich dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe? Boah. Mega konzentriertes Gameplay gerade. Nein! Oh, verdammt nochmal. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Mhm. Schon klar. Gefällt dir diese extra Dosis? Nein, lass mich in Ruhe. Halt die Fresse jetzt. Gib mir deine Viecher. So. Na? Ja, so geht das doch viel schneller. Und viel besser. Das war doch gut. Das war doch nicht schlecht. Du wehrst dich. Gut, das schwächt nur deine Entschlossenheit. Ich mag deine Zombies nicht, habe ich dir schon mal gesagt. Wenn nicht, dann bitte notiere dies jetzt. So, was nun? Gut, jetzt kommen also wieder die hier. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Dir Angst zu wissen, dass ich dich fast besiegt habe. Nein! Okay, wenigstens ist das Ding noch kaputt gegangen. So, jetzt aber... Oh, oh Alter! Wie die austeilen, diese Scheiß-Skelette, ne? Ja, hast du nicht anders verdient, du Sackratte. Was? Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Wieso bekämpfst du es, Batman? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Naja, ich glaube ja nicht, mein Freund. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Yay, das ist ja ein super Plan, Mann. Okay. Also einmal bis ganz nach unten, bitte. Wo wir, glaube ich, aber sowieso hin müssen, oder? Ist nicht Katakomben, Blabla, Kanalisation? Sollten wir da nicht eh hin? Ja, ich guck noch mal eben, was hier ist. Nein. Wenn wir doch eh gerade hier sind. Ah, guck mal, jetzt habe ich schon überall Kratzer in der Fresse und so. Ist ja wunderschön. Ganzer Anzug schon im Arsch, hier überall Kratzer, alles. Alles kaputt. Ah. Würden Sie mir sagen, wie Sie in mein Büro kommen? Ganz einfach, ich habe Sie da reingestellt. Wieso? Magst keine Blumen? Ich glaube, die Bertha würde interessieren, dass Sie Ihre Zelle verlassen haben. Wenn du es wirklich erzählen wolltest, hättest du es schon getan. Woher wissen Sie, dass ich nicht schon getan habe? Weißt du, Süße, ich mag dich wirklich.
Ja. Willkommen in Wacky Town. Da, wo alle Bekloppten ihr Zuhause finden. So. Komme ich gerade mit dem kryptografischen Sequenzer, wo muss ich denn? Ach, hier oben komme ich ja noch dran, ne? Klar. Hier oben darf ich ja noch. Ach. Er ist verrückt, weißt du. Wer? Batman? Nein, der Weihnachtsmann. Es ist Batman. Es ist immer Batman. Ich hab's in seinen Augen gesehen. Schreiend und verrückt. Und er ist unehrlich. Er versteckt sein Gesicht hinter einer Schreckensmaske. Ich brauche keine Masken. Ich hab nichts zu verbergen. Ich lache über die grausame Absurdität der Welt. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Sichtweise der Dinge. Das kann man wohl nicht abstreiten. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was einmalig aussieht? Keine Karte. Das Bild haben wir auch schon öfters gesehen. Die Notizblöcke gibt es öfters. Sonst sieht das alles ganz normal aus. Ja. Würde ich sagen, müssen wir erstmal runterkommen, ne? Der Zoo kann nicht sauer sein? Warum? Er war es doch, der Crane rausgelassen hat. Was gibt's da unten? Killer Crocs Tellerman. Du hast die Geschichten gehört. Man kann sie genauso gut seine Futterstelle nennen. Keiner geht rein und kommt heil wieder raus. Wieso fährt Scarecrow da nach unten? Wen juckt's? Ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Er kommt nicht mehr raus. So, dann schauen wir jetzt mal. Wo sind denn hier die bösen Jungs, die da meinen... Wo sind die denn? Ah, da, okay. Da müssen wir also da hoch. Okay, gut. Aber was sagt denn die Karte eigentlich? Die Karte sagt... Wir sind jetzt ganz unten. Sind wir jetzt ganz unten angekommen? Wir sind ganz unten angekommen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas machen können. So, der hat eine Knarre. Er ist hier! So, den schalten wir natürlich als erstes aus. Gute Nacht, mein Freund. So, Nummer 2. Und tschüss. Das wär's dann. Dieses Namensschild ist anders. Kein Objekt geortet. Objekt. Kein Objekt geortet. Nein. Okay. Dann war das hier keins der Dinge, die wir hier gebrauchen können. Es hilft auf jeden Fall, dieses Teil hier ausgebaut zu haben. So, die kann man natürlich hier liegen lassen, die Jungs. Und wir begeben uns jetzt weiter nach unten.